Servus, liebe Freunde. Willkommen zurück zum Skiregion-Simulator. Ich habe noch ein, zwei Tipps bekommen. Bevor ich aber auf diese Tipps eingehe, muss ich mir nochmal was anschauen. Ich glaube, ich habe da nämlich etwas vergessen. Wobei, einen Tipp, da ist er. Ja, da haben wir nämlich schon die nächsten Eiszapfen. Um die ging es nämlich auch. So. Ja, den haben wir auch platt. Eieiei, das ist ja hier Zielschießen hoch 3. No, jetzt prallt er von dem Eiszapfen ab. Was soll das denn? Ey, du sollst ihn kaputt machen. Dankeschön. Und da ist noch einer. Ich weiß gar nicht, war das das Gebäude, wo wir schon mal waren? Weil in der letzten Folge hatte ich auch genau an dieser Stelle Eiszapfen. Da hatte ich aber irgendwie diesen großen hier vergessen. So. Muss ich mal gucken, ob das weiter vorne an dem einen Gebäude auch war. Oder war das hier das Gebäude? Nee. Oder war das das? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich gucke jetzt gerade nochmal, an einem dieser Holzdächer habe ich noch einen Eiszapfen hängen gelassen. Aber das war, glaube ich, die Seite. Ja, das müsste das gewesen sein. Okay. Jo, dann ist das erledigt. Und ja, ich wusste gar nicht, danke dafür, Mekwuragu, dass wir hier ein Headlight haben. Also wir haben sozusagen in der Ego-Perspektive hier auch, Licht. Ist ja irgendwie merkwürdig. Aber jetzt ist es ja schon halb dunkel, ne? Und ich drücke jetzt mal die Taste F. So, und ich habe Licht. Ja, ich habe so ein Stirnlämpchen auf oder sowas. Keine Ahnung. Finde ich irre cool. Ja, also wir haben auch so Licht, ne? Macht's also doch ganz lustig. Weiß zwar nicht, ob wir hier mit Taschenlampe jetzt rumrennen oder wie das ist. Hallo? Da war ich gerade. Da sind schon wieder Eiszapfen. Okay. Dann schmeißen wir wieder Eiszapfen weg. Es geht ziemlich schnell hier mit den Eisies. Ich probiere jetzt mal was anderes. Ich gehe mal hier hoch. Gucken, ob ich dann da besser dran komme. Oh Gott. Man sollte richtig zielen. Ja, ich bräuchte noch so ein Fadenkreuz oder sowas. So, den haben wir einmal. Den haben wir einmal. Und da sind nochmal so 4 Stück. So, bin ich mal gespannt, ob die jetzt gleich wieder neu kommen. Merkwürdig. Also jedenfalls sollte uns das doch bald auch einen Erfolg bringen, wenn das so schnell geht hier. Denn hier haben wir gerade eben die Eiszapfen abgeräumt und jetzt sind schon wieder welche da. Und ja, dann habe ich noch einen Tipp gekriegt. Aber bevor wir uns den Tipp angucken, na, die Pisten gehen eigentlich noch, will ich eigentlich erstmal wieder ein bisschen räumen. Denn da habe ich den nächsten Tipp vom Mekwuragu beziehungsweise auch von anderen bekommen. Nämlich, ich muss jetzt nur mal gerade schauen. Ich suche immer die richtigen Tasten, um das zu drehen. Ah, mit K und mit M geht das, okay. Denn ich will noch ein bisschen weiter räumen. Und da hieß es, ja, ich räume doch ein bisschen merkwürdig die Straßen. Sinnvoll wäre es doch, um genau zu sehen, wo man ist, dass man in der Mitte der Straße anfängt. Das bedeutet also, ja, ich bin ja oft am Rand da entlang gefahren, was nicht wirklich was gebracht hat. Und da wäre es vielleicht dann doch besser, erstmal hier die Rundumleuchte einzuschalten. Ja. Ah, jetzt bin ich auf meiner Fahrstufe 3. Und da wäre es wohl besser, dass ich hier in der Mitte anfange zu räumen und von der Mitte mich nach außen sozusagen arbeite, weil dann hätte ich auf alle Fälle immer eine komplette Spur und würde dann zusätzlich auch genau sehen, wo die Straße läuft, denn ich bin ja oft an der Seite entlang gefahren, wo dann doch nichts geräumt worden ist. Ja, das probieren wir auch mal aus. Ich meine, es bringt ja alles was für unsere... Oh, ich sehe gerade was, das gefällt mir gar nicht. Ich muss mir mal 5000 leihen, denn wir werden oder sind ins Minus gerutscht. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das will ich natürlich nicht, dass wir hier ins Minus absacken. Ah, und hier bin ich schon wieder an der Straße weg. Ja, also hier wieder der Tipp, am besten, wie gesagt, einfach in der Mitte anfangen und dann nach außen arbeiten. So findet man am besten den Weg oder am besten die Straße. So, ich wechsle aber hier mal rüber. Ich finde die Wege wieder nicht so, gerade hier rüber wechseln, sonst mache ich mir ja das frisch geräumte gerade wieder kaputt sozusagen. So, und hier ist noch alles schön frisch verschneit. Das werden wir natürlich jetzt gleich mal ein bisschen mit wegräumen, denn es soll ja jetzt auch schon wieder anfangen zu schneien. Und das wäre natürlich nicht so toll. Und bevor jetzt die nächsten Gäste kommen, ist das ganz gut, wenn wir das schon im Prinzip wieder etwas verbessern. Vielleicht steigt ja dann doch noch die Zufriedenheit ein bisschen. Wir gucken mal kurz rein. Ja, die Zufriedenheit ist jetzt bei 12%. Weiß jetzt aber nicht, kommt das vom Hotel oder macht das bei der Zufriedenheit jetzt wegen den geräumten Straßen was aus? Das werden wir aber, glaube ich, am nächsten Skitag sehen, der jetzt um 7 Uhr beginnt. Denn wir sind ja hier fleißig jetzt schon am Abräumen.
und dann gucken wir mal, wie auch der nächste Tag von den Einnahmen wird. Wir haben jetzt das neue Hotel. Ja, wo fährst du lang, Freund? Und Kupferstecher, so, wunderbar. Fahren wir hier mal nach rechts. Da haben wir ja auch schon angefangen, eine Runde zu räumen. Dann werden wir das hier gleich noch erweitern und verbessern. Bringt uns ja auch gleich noch gefahrene Kilometer. So, hier ist natürlich nichts mehr mit Straße. Na, hier fahre ich nur ein Stückchen raus, weil ich hier drehen will. So. Und jetzt müsste ich ja eigentlich dann hier an der Seite wieder richtig weiter räumen können. Ja, das passt. Aber jetzt habe ich mir da rechts schon wieder ein Stück von meinem eigenen Weg zugebaut. Das war nicht so günstig. Aber gut, kriegen wir alles hin. Ist ja, wie gesagt, gar nicht so easy. So. Das heißt, wir müssen hier mal die Schneefräse abschalten, sonst machen wir uns den Schnee wieder kaputt. Moment, Achtung, hier kommt Solaris. So, und dann fahren wir hier weiter. Denn wenn es jetzt gleich wieder anfangen soll zu schneien, wäre es ganz gut, wenn wir vorher nach Möglichkeit alles, ups, so weit schon geräumt hätten. In diesem Sinne werden wir uns jetzt auch hier gleich mal an die Straße machen und auch jetzt den Test mal machen. Wir fahren gleich in die Mitte und räumen dort erstmal. Dann ist es doch etwas einfacher zu sehen. Ja, und dann bin ich wie gesagt gespannt, wenn es schneit, wird alles wieder voll oder nicht. Oh, das Geld ist auch schon bald wieder weg. Mal gucken, können wir nochmal 5000 aufnehmen. Ey, das ist aber auch eng über Nacht. Klar, die Gebäude fressen natürlich jetzt Geld. Das heißt, wir müssen da immer abends gucken, dass wir da ein wenig Reserve haben für die Nacht. Denn ansonsten haben wir da ein ganz schönes Problem. Aber so kommen wir jetzt gut vorwärts. Und ja, ich bin da mal gespannt, wenn die ersten Gäste kommen, ob sich da jetzt was tut. Wir haben ja in der letzten Folge das romantische Hotel für die Paare entsprechend schon hier vorbereitet, dass die heute also dann sich hier erholen können. So, und auch hier müssen wir natürlich noch räumen. Da ist viel, was wir räumen müssen. Irgendwie kommen wir da gar nicht so gefühlt vorwärts, sage ich mal. Aber ich denke mal, so langsam wird das was. So, hier schalten wir aber schon mal ab, sonst machen wir uns hier alles wieder sauig. Schalten jetzt hier wieder ein, dann können wir hier den nächsten Rand wegnehmen, dass die Hauptstraße auf alle Fälle frei ist. Oh, und in der Stunde kommen die ersten Gäste. Es kommt aber erstmal die Sonne raus, das finde ich persönlich ganz gut. So, und eigentlich wünsche ich mir jetzt schon wieder eine etwas effektivere Maschine hier zum Schneeräumen. Aber gut, die Bertha, die räumt da schon einiges weg. Ich bin wahrscheinlich nur wieder ein wenig zu ungeduldig. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, dann werden wir hier gleich ein bisschen in die nächste Reihe reingehen. Denn auch hier haben wir noch eine tief verschneite Straße. Ja, da geht einiges rum. Da lassen wir jetzt nur einen kleinen Klecks noch da drüben. Deswegen fahren wir hier jetzt mal weiter. So, und jetzt ist eigentlich hell genug. Jetzt können wir hier das Licht auch wieder ausschalten. So, und dann müssten wir uns auch mal überlegen, ob wir vielleicht irgendwann nicht uns doch den Parkplatz hier von unserer Skistation dazu kaufen. Wäre ja auch mal eine interessante Sache, denn dann müssten wir den natürlich auch räumen. Ist die Frage, ob wir das dann mit der Bertha machen oder ob wir uns dann da auch ja, was anderes holen. So, ich schwenk mal kurz hier rüber. Ah, ich finde wieder die richtige Taste nicht. Da ist es doch. Das können wir doch dann gemütlich zum Hang rüberstreuen. Da brauchen wir ja jetzt nicht alles auf den Parkplatz zu räumen. Ist ja auch nicht so die feine Art, ne? Oh, aber es sieht doch schon so langsam etwas angenehmer aus. Ich denke mal, das wird was. Wenn es jetzt nur nicht zu viel schneit. Das hoffe ich natürlich, dass sich das ein bisschen in Grenzen hält. Und ja, wir machen uns aber trotzdem mal auf den Weg so langsam zu einer weiteren Gondelstation. Ich möchte mal noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, der Christbaum leuchtet auch noch da hinten. Oder der Tannenbaum. Muss ja nicht unbedingt den Christbaum sein. Tja, und dann gucken wir auch gleich nochmal, ob die Eiszapfen auch schon wieder da hängen. Dann hätten wir sozusagen einen Spawnpunkt für Eiszapfen gefunden. Ich denke mal, dann wäre der Erfolg doch relativ schnell freigeschaltet. Weil ich glaube, 50 Eiszapfen oder sowas brauchen wir für den Erfolg. Und das wäre natürlich damit ziemlich einfach zu handeln. So. Oh, da haben wir einen Unfall. Okay, akzeptieren wir. Wechseln natürlich gleich mal rüber zu unserem Krankenschlitten, kuppeln den an. Und diesmal sind wir aber wo ganz anders unterwegs.
So, das heißt, einmal hier hoch. Oh Gott, der ist auf der Unterseite von der Piste. Naja gut, aber ich glaube, das geht obenrum trotzdem noch schneller, als da unten entlang zu fahren. Wir werden mal gucken. Das ist jetzt aber dann die Piste Fluglinie. Die Piste Nummer 8. Aber ist auch gar kein 5. Ist aber auch gar kein Problem. Finden wir aber auch hier zügig. Und es ruckelt ein bisschen. Ist wohl grafisch zu aufwendig hier für das Ding. Keine Ahnung. Aber ist schon seltsam, ne? Also von der Technik her dürfte da eigentlich nicht viel sein. Aber was ich feststelle, die Sherpa läuft doch deutlich ruhiger gegen den Pfosten als die anderen Maschinen. Oh, das sieht auch cool aus. Zum Glück haben wir das jetzt nicht von außen gesehen. Wahrscheinlich war das wieder hier mal so. Und immer noch nicht drin. Doch, ich habe ihn. Gut. Dann fahren wir auch, glaube ich, am besten hier wieder hoch. Geht dann am schnellsten kurz da hoch und dann hinten drum runter zum Heli. So, Achtung, tatü, tata. Hier kommt Solaris mit einem Verunwalten. Ja, und der schaut auch schon gar nicht so gut aus. Ist natürlich praktisch bei so einem Schlitten, dass der den ganzen Schnee von dem Kettenantrieb abkriegt, ne? Also wir halten ihn kühl, ne? Und es fängt an zu schneien. So, da haben wir jetzt die nächste Suppe. Jetzt bin ich gleich mal auf die Straßen gespannt, inwiefern die sich dann wieder füllen. Oder ob wir vielleicht doch ein bisschen Glück haben und nicht jedes Mal alles neu machen müssen. Aber zuerst bringen wir mal hier den leicht unterkühlten Kollegen. Achtung, ich komme hier, keine Zeit für Spielereien. Hab hier einen Kranken bei mir. Verletzte gehen vor. Da muss jeder Urlauber warten. Das ist halt mal so, auch wenn manche das nicht verstehen. So, und wir haben 10.090 Euro verdient. Ja, wunderschön. Das hat uns schon mal richtig gut gebracht. Ah, ja, also das war rutschig. Ich bin da irgendwie einfach nur ausgerutscht auf den Boden. Ich wollte gar nicht dagegen fahren. Ich hatte auch schon eingelenkt, aber die Schwerkraft, die Trägheit, die hat gegen mich gearbeitet. Naja gut, auch eine schöne Ausrede dafür, von wegen, ja, guck, wo du hinfährst. So, Pisten sehen noch ganz gut aus. Da haben wir unseren Transporter bereitstehen. Und ja, wir werden hier aber erstmal ein wenig weitermachen. Natürlich für die Zufriedenheit unserer Kunden gucken, dass wir hier alles erledigen. Ja, wir nehmen doch schon gutes Geld ein. Durch die Mission haben wir jetzt schon was eingenommen. Das hat im Prinzip die Betriebskosten der Fahrzeuge schon abgedeckt. Das war auch schon mal wunderbar. Und ja, der Rest sozusagen mit den Anlagen, den Tageskarten, ist dann im Prinzip schon wieder Reingewinn. Das gefällt mir. Eine Mission haben wir erfüllt, 27 insgesamt, 44 Gartenzwerge, das heißt, da fehlen uns auch noch ein paar. So, Achtung, oh, da ist aber wieder einiges dazugekommen. Ja, das scheint sich doch so langsam wieder hier zu schließen, die Decke. Werden wir gleich mal gucken. Oder wir müssen uns doch vielleicht mal ein anderes Gerät holen und Salz streuen, wenn wir hier zu viel räumen müssen. Das beobachten wir jetzt einfach mal. Na, du willst natürlich genau hierher. Ja, typisch Touris, immer dahin, wo gerade ja, gearbeitet wird. So, und das sieht aber ganz gut aus. Ich denke mal, wir kriegen die Straßen soweit jetzt langsam frei. So, mal ganz kurz gucken, geht es da auch noch straßentechnisch rüber? Ja, gut, dann werden wir hier auch mal kurz einschwenken. So, dann können wir hier auch gleich die Straßen noch miträumen. Bin ja mal gespannt, ob sich diese ganze Arbeit lohnt oder nicht. So, dann schalten wir hier mal aus. Ha, das war mal ein kurzer Sprung. Okay. Wusste gar nicht, dass sie so hüpfen kann, die Bertha. Aber okay, ist wohl eine sehr sportliche Dame. So, wir schalten gleich wieder ein und werden natürlich hier weiter das Ganze räumen. Bin jetzt schon gerade am Überlegen. Von der Logik her wäre es eigentlich sinnvoll, das Ganze nach da drüben zu verteilen. Denn immer zum Hang, da macht es eigentlich am meisten Sinn. Ja, und hier kriegen wir das von den Spuren her schon richtig gut weg. Ja, bin ich jetzt echt mal neugierig. Es schneit immer noch. Schon seit knapp 2 Stunden. Da bleibt ja auch bestimmt was liegen. Dürfte aber für unsere Pisten gut sein, denn damit brauchen wir die Pisten noch nicht zu beschneien. Das Problem haben wir erstmal gelöst. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn wir die erste Schneekanone gekauft haben. Langsam, mein Freund, sonst gib it Kratzer. Oh, und auf dem Rückweg gucken wir dann gleich mal,
ob wir eventuell schon wieder die nächsten Zwerge hier sozusagen, nicht Zwerge, die nächsten Eiszapfen hier vom Dach runterschießen können. Vielleicht kriegen wir die Mission ja auch ziemlich schnell durch, weil dann könnten wir das Thema sozusagen schon mal abhaken. Und ja, auf dem richtigen Weg dazu sind wir ja. Wir sind ja schon auf dem Weg runter. Aber das sieht bis jetzt von den Straßen her noch ziemlich gut aus. Ja, da waren wir gerade beim Thema, als ob eine Textur vom Landwirtschaftssimulator durchgefahren ist. Ganz tolle Wurst. Wir können gerade wieder mit allem von vorne anfangen. Also, das ist irgendwie blöd. Das heißt, wir sind ja hier im Prinzip dann nur noch am Schnee räumen. Oh, das finde ich jetzt nicht so wirklich schön. Ich kann doch jetzt hier nicht nur noch Schnee räumen und sonst gar nichts mehr machen. Also, das ist ein bisschen doof. Was sagt denn das Wetter überhaupt? Ja, sonnig, wolkig. Also Montag gibt es noch mal ein paar Schneeflocken. Dienstag wieder nicht. Klasse. Das heißt, wir können dann erstmal eine ganze Zeit lang hier wieder rumfahren und das Ganze freiräumen. Da gibt man sich Mühe wie sonst was. Und Resultat ist, ja, Edge-Badge geht gerade wieder von vorne los. So, diesmal waren keine Eiszapfen da rechts. Gucken wir vorne beim nächsten Gebäude nochmal. Wir sind ja jetzt auf dem Weg zurück. Das nehmen wir jetzt auch nochmal mit hier. Mann. Na toll. Also entweder brauchen wir da was Effektiveres oder wir müssten im Bereich Salzstreuen gehen. Ich persönlich mag Salzstreuen ja nicht. Ich fahre lieber auf festgefahrenem Boden. Aber, tja, da bleibt uns wohl nicht viel übrig, würde ich fast behaupten. So, und ich fahre mal wieder so ein bisschen mehr Richtung Mitte der Straße, damit ich hier nach Möglichkeit alles wieder wegnehmen kann. So, wenn das so schneit und die Textur jetzt durchgelaufen ist, befürchte ich ja fast, dass auch entsprechend unsere Pisten wieder in einem miserablen Zustand sind. Das heißt, wir werden uns dann doch, glaube ich, auch nochmal um die Pistenraupe kümmern müssen in der nächsten Folge. Das werden wir uns dann mal ansehen. So, wir räumen hier in der Zeit und räumen und räumen. So, und jetzt gucken wir gleich mal, hier oben war wieder das berühmte Haus. Ob da jetzt schon die nächsten Eiszapfen dranhängen? Nee, diesmal hängen noch keine Eiszapfen da. Nö, das hat sich also erledigt. Gut, also doch kein Spawnpunkt in diesem Sinne, ne? So, wir schneiden dann gleich mal wieder ein bisschen darüber. So, bringen das Ganze jetzt hier aber mal zum Stehen. Denn wir sind durch für heute. Es schneit und ihr seht, die Pisten müssen wieder komplett präpariert werden. Ich bin ja begeistert. Naja, gut. Okay, dann müssen wir uns da auch Gedanken machen, wie wir da weiterkommen. Ich will nochmal kurz auf die Übersicht gucken. Ja, beide Pisten komplett hinüber. Und ihr seht schon, das würde 20.000 Euro kosten. Puh, das ist eine Menge Geld. Mit den Hotels, das passt. Statistiken, ja, Zufriedenheit 12. Paare 4%. Na, da müssen wir halt mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir genießen ein bisschen den Schnee und sagen bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.